Liebe Zuschauer, heute möchte ich mit meinen beiden Gästen über sogenannte Hidden Champions oder besser noch Sustainable Hidden Champions sprechen und der Frage nachgehen, welche Rolle dieser oftmals mittelständig geprägten Unternehmer bzw. Unternehmen für die dringend erforderliche Neuorientierung unseres Handelns in Sachen Nachhaltigkeit kommt. Meine Gäste sind heute Herr Professor Hermann Simon. Er ist Unternehmensberater und Unternehmer. Er ist bekannt als Autor vieler Bücher, er ist Referent und gilt als Erfinder des Begriffs der sogenannten Hidden Champions. Und mein zweiter Gast ist Oliver Hagedorn. Er ist Gründer und CEO der Avesco Financial Services AG. Herr Hagedorn beschäftigt sich unter anderem mit der Fragestellung, was Unternehmen im Sinne der Nachhaltigkeit verbessern müssen, und fokussiert sich dabei vor allem auf die sogenannten Hidden Champions. Damit wird auch klar, dass ich beide Gäste zu diesem Thema gerne eingeladen habe. Ja, lieber Herr Professor Simon, Sie gelten als Erfinder dieses Begriffs. Wenn man über Hidden Champions liest, findet man sehr, sehr häufig Ihren Namen. Die erste Frage an Sie, wo findet man denn die Hidden Champions? Denn die sind ja versteckt. Da gibt es drei Antworten drauf. Einmal findet man sie überall in der Welt. Es gibt also in der ganzen Welt Unternehmen, die Weltmarktführer sind, aber wenig bekannt. Und das ist ja der Widerspruch in diesem Begriff. Champions kennt man normalerweise, hidden, verborgen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist übrigens auch ein Weltbegriff geworden. Wenn man heute in Google reingeht, gibt es 1,45 Millionen Einträge mit Hidden Champions in Anführungszeichen. Der zweite Teil der Antwort ist, vor allem findet man sie aber in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Wir haben dort etwa 19 Hidden Champions pro 1 Million Einwohner und im Rest der Welt unter 5. Also das ist der Kern der deutschen Wirtschaft. Und es gibt noch einen dritten Teil der Antwort. Innerhalb Deutschlands findet man sie vor allem auf dem Land. Also eher in der Eifel als in Frankfurt oder eher in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg als in Berlin? Ja, die Frage, die sich natürlich viele stellen, ist, was macht diese Hidden Champions so erfolgreich? Auf welche Führungsmethoden und Strategien basiert dieser Erfolg im Zeitalter der Globalisierung? Es gibt nicht das eine Erfolgsrezept, aber es gibt drei, die besonders wichtig sind. Nummer eins, die Ambition, der Beste zu sein, der Beste in der Welt. Zweitens, Fokus. Weltklasse wird man nur mit Fokus. Und Fokus macht aber einen Markt klein. Wie macht man ihn groß, indem man globalisiert? Also, Ambition, der Beste zu sein, seine Kompetenzen fokussieren und das aber in der ganzen Welt praktizieren. Was kennzeichnet die sogenannte DNA familiengeführter Unternehmen, besonders der Hidden Champions? Und was unterscheidet diese Firmen von anderen, zum Beispiel auch DAX-gelisteten Unternehmen? Der größte Unterschied besteht in der Langfristigkeit. Das will ich an einer Zahl illustrieren. Die durchschnittliche Amtsdauer der Chefs der Hidden Champions liegt bei etwas mehr als 20 Jahren. Bei Großunternehmen liegt diese Amtsdauer bei 6 Jahren. Und ich glaube, dieser quantitative Vergleich, der sagt mehr als alle Worte über langfristige Orientierung. Und damit sind wir auch beim Thema Nachhaltigkeit, denn Langfristigkeit und Nachhaltigkeit, die hängen sehr eng zusammen und sind nicht voneinander trennbar. Ist denn dieses langfristige Denken und die nachhaltige Wertorientierung von Familienunternehmen und Hidden Champions die Basis für deren Erfolg, also ein Teil der DNA, ohne dass man bislang explizit das ganz besonders herausgestellt hat? Vielleicht, Herr Hagedorn, wollen Sie da einsteigen in die Diskussion? Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite nach Bonn, in die alte Hauptstadt aus der neuen Hauptstadt. Ich freue mich, dass ich hier mit Ihnen diskutieren darf. Ja, die DNA, ich denke, die Antwort liegt schon in der Frage. Ja, natürlich. Also Hidden Champions haben ihren Ursprung beim Familienunternehmer, bei der Familienunternehmerin und legen sicher großen Wert darauf, einfach ihr Wertesystem von Generation zu Generation weiterzutragen.
Und das ist aus unserer Sicht, wir evaluieren ja diese Unternehmen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit, ein entscheidender Faktor. Also Herr Professor Simon hat das ja schon gesagt, diese extreme Ambitionierung auf Ziele bedeutet ja auch, dass ich alle mitnehmen muss. Und alle mitnehmen heißt alle Stakeholder, also die Mitarbeiter, die Gesellschafter, aber auch die Kunden und alle Gruppen, die sonst mit dem Unternehmen interagieren. Und sowas, da gibt es unseres Erachtens keine Abkürzung. Das ist ein Marathon. Und den beherrschen die Hidden Champions unseres Erachtens sehr, sehr gut. Herr Professor Simon, wollen Sie dazu was ergänzen? Ja, es ist eine Basis des Erfolges, ist aber nicht die einzige, sondern die Langfristigkeit, die ja eher auf Kontinuität setzt, muss natürlich in einer Zeit starken Wandels verbunden werden mit Agilität, das ist das moderne Schlagwort. Und da liegt natürlich ein potenzieller Widerspruch. Ich will es mal wieder an der Amtsdauer festmachen. Natürlich ist es gut, wenn ein kompetenter Chef möglichst lange an der Spitze bleibt und das Unternehmen dauerhaft zu Erfolg steuert. Wenn aber jetzt ein weniger kompetenter Chef, weil er Familienmitglied ist, an die Spitze gerät, dann ist Langfristigkeit der Amtsdauer eben nicht gut. Es hat alles im Leben zwei Seiten. Und insofern, und das sehen wir auch in den Familienunternehmen wiedergespiegelt, es ist nicht immer so, dass die Nachfolgeregelung zum Optimum führt, sondern es gibt auch eine Reihe von Fällen, in denen das nicht gut endet. Eine zentrale Frage, die sich auch stellt, ist, passt die Wertorientierung zu den Anforderungen, die sich zum Beispiel aus der digitalen Transformation und den Anforderungen, die sich aus den ESG-Regeln ergeben, oder steht dies sogar im Widerspruch und behindert sogar den erfolgreichen Wandel? Sie haben eben schon so ein bisschen angedeutet, die Wertorientierung und die Agilität der digitalen Welt scheint ja ein Widerspruch zu sein. Ja, das ist, was ich eine Bipolarität nenne. Man will ja beides haben. Man will langfristig orientiert sein, aber gleichzeitig auch sich agil und schnell genug dem Wandel anpassen. Es gibt hier aber noch eine andere Polarität. Sehr viele dieser Unternehmen sind ja in traditionellen Maschinenbau, Ingenieurunternehmen, die also vor allem mit Mechanik, mit Kompetenzen in der Chemie auch zu tun haben. Und jetzt kommt diese ganze neue digitale Kompetenz hinein, wo man Informatiker, Mathematiker braucht. Und da gibt es natürlich auch große Herausforderungen, diese beiden Wertesysteme zu vereinen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe ständig Diskussionen mit Leuten, die digitale Lösungen entwickeln, dass diese nicht einfach genug sind. Ich halte den Amazon One-Click immer vor. Es fällt diesen Leuten schwer, sich in die Schuhe der Kunden, ich bin ein dummer Kunde, was Digitalisierung angeht, zu versetzen. Da sind also echte Kulturkämpfe unterwegs. Während zum Beispiel die Maschinenbauer, die haben schon gelernt, über die Jahrzehnte die Maschinen einfach zu machen. Da spielt auch die Globalisierung eine große Rolle. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben eine Studie gemacht vor einigen Jahren für einen sehr anspruchsvollen Maschinenbauer. Und da stellte sich heraus, dass das Training und die Ausbildung zur Bedienung dieser Maschinen als sehr gut beurteilt wurde in der ganzen Welt. Aber die Leute in der dritten Welt sagten, uns wäre es viel lieber, wenn wir nicht so ein komplexes Training brauchten und wenn die Maschinen einfacher zu bedienen wären. Weil unsere Leute sind nicht auf dem gleichen Niveau wie deutsche Facharbeiter. Und der Maschinenbau hat das einigermaßen gelernt, aber die Digitalisierungsleute sind da noch in der frühen Phase des Lernens, glaube ich. Das sind also Beispiele für Kulturkämpfe und Konfrontationen. Ja, also ich kann dem nur beipflichten, wobei bei Avesco ist es ja so, wir fokussieren auf die börsennotierten Hidden Champions.
Hat den Vorteil, börsennotierte Unternehmen müssen ja qua Gesetz mehr berichten. Also der Zugang zu Informationen ist definitiv einfacher als bei nicht börsennotierten Unternehmen. Nachteil, es gibt nur relativ wenige. Also nach unseren Untersuchungen sind es weniger als 10% der in Deutschland ansässigen Hidden Champions, die überhaupt an der Börse notiert sind. Und die Zahl ist ja insgesamt sehr klein. Also auf Basis der Untersuchungen von Professor Simon sprechen wir über 1200 Hidden Champions in Deutschland und 10% oder nicht mal 10% börsennotiert. Was wir sehen, ist bei den sogenannten Sustainable Hidden Champions und der Begriff der Werteorientierung und der Nachhaltigkeit, die sind meines Erachtens sehr nah miteinander verknüpft. Also wenn ich den schwäbischen Hidden Champion Frage, was ist Nachhaltigkeit, dann ist das etwas, was in seiner DNA längst verankert ist. Nachhaltigkeit manifestiert sich beispielsweise in dieser Konstanz der Führung, aber auch in der geringeren Fluktuation der Mitarbeiter. Das heißt, diese Unternehmen sind offensichtlich in der Lage, obwohl sie in der Provinz sind und nicht mit den Verlockungen von Großstädten konkurrieren können, High Potentials, also tolle Mitarbeiter zu finden, die ja letztlich die Grundlage von erfolgreichem Unternehmertum sind. Also das ist ja auch die Stärke von guter Führung, eben gute Leute im Unternehmen zusammenzubringen und die Dinge voranzutreiben. Und was uns auffällt, ist bei den Sustainable Hidden Champions, selbst wenn diese Unternehmen sehr alt sind, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, Wacker Neuson, ein Baumaschinenhersteller, 1848 gegründet. Dieses Unternehmen hat genau das, was wir einen strategischen Nachhaltigkeitsvorteil haben. Sie achten nämlich nicht darauf, ausschließlich irgendwie weniger Schaden anzurichten, indem sie sogenannte ESG-Kriterien erfüllen, sondern sie haben schon vor über 30 Jahren begonnen, sich mit dem Thema Baumaschinen, die emissionsfrei sind, also mit Elektroantrieb zu entwickeln und sind heute weltmarktführend dort. Und es gibt niemand anders auf der Welt, der das anbieten kann. Und das ist ein richtiger strategischer Nachhaltigkeitsvorteil, der sich aus dieser DNA auch der Erneuerung der Innovation unseres Erachtens gebildet hat. Herr Hagedorn, vielleicht darf ich die Frage anschließen. Sie fokussieren sich auf die börsengelisteten Hidden Champions. Hidden Champions und Börse, wie verträgt sich das? Ja, wie verträgt sich das? Also ich denke erstmal gut, sonst wären Sie nicht an der Börse. Die Börse ist ja in erster Linie ein Finanzierungsinstrument und natürlich auch ein Instrument, um eine gewisse Sichtbarkeit zu bekommen. Das Wort hidden impliziert ja kaum bekannt, versteckt. Aber für manchen Hidden Champion ist es vielleicht auch durchaus interessant, sichtbarer zu werden. Zwar haben die meisten Hidden Champions ein B2B-Geschäftsmodell. Das heißt, sie sind für uns Verbraucher namentlich in der Regel nicht bekannt, aber die Produkte, die sie erzeugen, mit denen haben wir sehr oft direkte oder indirekte Berührungspunkte. Ja, und was wir auch feststellen, ist bei den börsennotierten Unternehmen, dass sie natürlich überwiegend auch noch mehrheitlich im Besitz von den Gründerfamilien sind oder zumindest diese noch ein Hauptgesellschafter ist. Insofern ist der Börsengang nicht gleichzusetzen mit einem Abschied von dem Wertesystem von familienorientierten und gegründeten Unternehmen. Würden Sie das unterstützen, dieses Argument, oder sagen, da ist eine große Gefahr? Denn wenn man einmal in dieser Öffentlichkeit steht mit den ganzen Erfordernissen von Ad-Hoc-Meldungen und dergleichen mehr, könnte der Charme des Hidden Champions und auch der Kern der DNA verloren gehen? Sehen Sie das als Gefahr oder sagen Sie? Also das Thema hat viele Facetten. Gerade um an Ihrem Punkt anzuknüpfen. Als Herr Kronseder die Firma Krones, Weltmarktführer bei Flaschenabfüllanlagen, an die Börse brachte, hatte er die Befürchtung, dass sein Geschäft schwieriger wird, weil er alles offenlegen muss. Herr Hagedorn hat ja gesagt, man hat viel mehr Informationen. Das Gegenteil ist eingetreten. Krones, sehr profitabel, hat damit den Kunden gezeigt, wir sind nicht auf jeden Auftrag angewiesen. Ihr könnt uns nicht erpressen, weil wir einfach finanziell stark sind.
Ein weiterer Aspekt ist im internationalen Wettbewerb. Ich habe gerade ein neues Hidden Champions Buch geschrieben, Hidden Champions Aufstieg und Transformation. Dort vergleiche ich Deutsche mit chinesischen Hidden Champions. Und die chinesischen Hidden Champions werden unsere schärfsten Konkurrenten in der Zukunft sein. Und ein großer Unterschied besteht darin, dass die chinesischen Hidden Champions sehr früh an die Börse gehen, sich dort sehr viel Kapital beschaffen. Und dieses Kapital investieren sie vor allem in Forschung und Entwicklung. Die haben pro Umsatz Euro etwa 3 bis 4-mal so viele Forscher und Entwickler. Und das ist eine echte Bedrohung für die deutschen Hidden Champions, wenn sie nur, wie bei Familienunternehmen üblich, aus dem Cashflow leben, also Selbstfinanzierung machen. Ein weiterer Aspekt, ich habe selber auch einen Hidden Champion an die Börse gebracht im Rahmen eines sogenannten SPAC, Special Purpose Acquisition Company, und habe gelernt, für viele Hidden Champions ist die Börse problematisch. Warum? Weil sie zu spezialisiert sind und auch zu klein, um große Aufmerksamkeit zu erringen. Also das Unternehmen Exceed Group, das ich mit an die Börse gebracht habe, die machen sogenannte Embedded Computers, die in Herzschrittmacher, in Hörgeräte. Das versteht kein Mensch, was die machen. Kein Journalist deckt die ab, kein Analyst deckt die ab. Das sind hochkompetente Leute, aber und das hat nichts mit dem generellen Hidden zu tun, sondern es hat mit der Komplexität und der Spezialität der Produkte zu tun. Also man muss realistisch sein. Herr Hagedorn hat es ja gesagt, ungefähr 10% sind an der Börse. Für das neueste Buch bin ich übrigens bei 1573 Hidden Champions, Herr Hagedorn. Also wir haben in den letzten Jahren einige neue entdeckt. Ich würde mir aber wünschen, dass wesentlich mehr Hidden Champions an die Börse gehen. Einmal, um diesen Investitionsmarkt zu öffnen und dann auch, um gegenüber den Chinesen auf der Kapitalseite wettbewerbsfähiger zu sein in Zukunft. Das ist ein guter Punkt. Also da würde ich auch gerne noch ergänzen. Sie haben angesprochen diese Coverage durch die Medien, also die Abdeckung. Und tatsächlich ist es so, also wenn wir in der FAZ oder im Handelsblatt mal tatsächlich etwas über einen Hidden Champion lesen, dann sind es typischerweise Börsennotierte. Es gibt so eine, vielleicht zwei Hände voll, üblicher Verdächtiger, die Journalisten immer wieder abdecken, und es gibt auch den einen oder anderen Versuch. Also in der FAZ gibt es so eine Rubrik, wo ein Unternehmer und ein Unternehmen vorgestellt werden. Aber wenn man das vergleicht mit der Omnipräsenz der großen DAX-Konzerne beispielsweise in den Medien, über die ja im Prinzip alles schon gesagt ist, ist das geradezu erschreckend, wie wenig Sichtbarkeit diese Unternehmen haben. Und dieser Aspekt China, den finde ich insofern auch noch aus einer anderen Perspektive interessant, um nochmal diese Brücke zum Wertesystem zu machen. Ich denke, dass wir in einer Zeit leben, wo diese Werte, die verkörpert werden in diesen Familienunternehmen oder insbesondere in diesen Hidden Champions, das sind Werte, die sind wahnsinnig wichtig und die sind an vielen Stellen verloren gegangen. Und durch die extreme Internationalisierung der deutschen Hidden Champions oder der Hidden Champions aus dem deutschsprachigen Raum, tragen sie diese Werte natürlich auch in andere Länder fort. Und das finde ich eine sehr gute Entwicklung, und auf die sollte viel mehr geachtet werden, oder es sollte viel mehr auch darüber berichtet werden, weil ich weiß aus Gesprächen mit Herrn Professor Simon, dass die chinesischen Unternehmen die deutschen Hidden Champions ja geradezu vergöttern. Also es sind Vorbilder, und wie der Chinese halt ist von seiner Kultur, er kopiert alles, was gut ist. Er möchte es sogar noch optimieren und besser machen, und das ist sein Fokus oder der Fokus der Chinesen. Also insofern im Prinzip eine schöne Entwicklung, aber natürlich auch eine große Herausforderung, wobei ich die noch mehr sehe beim normalen Mittelstand, weil die Hidden Champions nach unseren Erfahrungen einfach fitter sind als der Querschnitt des Mittelstands. Ja, klar, das ist die Elite des Mittelstandes. Ja, wir fassen mal zusammen, die Hidden Champions haben ganz klar eine Innovationskraft.
Und eine Einzigartigkeit und sind Vorbild weltweit. Die Chinesen lieben Hidden Champions, nehmen wir mit. Jetzt wäre es ja schön, wenn... Anmerkung dazu, meine Hidden Champions Bücher sind in China über 1 Million Mal verkauft worden. Sehr schön. Aber ich sag mal, das Machen, das Entwickeln von Ideen und Ingenieurleistungen und das Kopieren oder das Inspirieren lassen, sage ich mal ganz freundlich, ist das andere. Jetzt wollen wir die Brücke schlagen zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist ein ganz wichtiger vielleicht Sprung auch. Denn es wäre ja schön, wenn das, was Herr Hagedorn so auch aufgezeigt hat, auch das Thema der Nachhaltigkeit im Sinne der, ja, vielleicht auch der ESG-Regeln auch mit gleich exportiert wird. Denn es ist sehr global wichtig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir da dringend Handlungsbedarf haben. Und die Frage, die wir jetzt diskutieren sollten, was verstehen wir unter sozialer Nachhaltigkeit und wie können denn auch gerade die Unternehmen davon profitieren? Und ich denke mal, Herr Professor Simon, dass das auch eine DNA, das hatten Sie eben schon mal angedeutet in Ihren Ausführungen, besonders der Hidden Champions sind. Kann Sie das bestätigen? Ich will das mal an einigen Kriterien illustrieren. Herr Hagedorn hatte schon erwähnt, die geringe Fluktuationsquote. Die Fluktuationsquote bei den Hidden Champions beträgt 2,7% pro Jahr. Der deutsche Durchschnitt ist 7,3%. Man kann etwas vergröbert sagen, die Hidden Champions haben keine Fluktuation. Die Mitarbeiter bleiben also sehr oft lebenslang dabei. Das hat übrigens auch mit dem ländlichen Standort zu tun, wo natürlich nicht viele Alternativen gegeben sind. Zweites Thema ist die Ausbildungsquote. Bei den Hidden Champions sind 9% der Mitarbeiter Auszubildende, im Durchschnitt der deutschen Wirtschaft 6%. Also sie bilden 50% mehr aus. Und dann gibt es eine sehr interessante Untersuchung von dem Leibniz-Institut für Geografie oder so ähnlich in Leipzig, die zeigen, dass die Hidden Champions auch über das rein wirtschaftliche hinaus einen sehr starken Beitrag zur Entwicklung ihres Standortes oder ihrer Region leisten, im Sinne von Sponsoring, von Spenden, von Unterhaltung, von sozialen Einrichtungen und so weiter. Also sie zeigen in mehrfacher Hinsicht, dass das S in ESG, das sozial tatsächlich praktiziert wird und nicht nur Lippenbekenntnis ist. Ja, ich kann das nur bestätigen. Also es ist keinesfalls so, dass jeder Hidden Champion in dieser Disziplin ein Champion ist, wenn man die Disziplin ein bisschen ausweitet. Also ich würde tatsächlich noch unterscheiden zwischen, sage ich mal, dem sozialen Wirken im unmittelbaren Umfeld und am unmittelbaren Standort des Unternehmens und dem sozialen Wirken innerhalb der Wertschöpfungsketten, die ja global sind. Und das ist auch das, was ich vorher meinte mit dem Transport dieses Wertesystems der Sustainable Hidden Champions, dass sie eben auch darauf achten, diese Maßstäbe, die sie für sich selbst ansetzen, an ihrem eigenen Standort eben auch in die Welt hinauszutragen und auch dort zu implementieren. Und das ist aus unserer Sicht echtes Championship, weil es ist, sage ich mal, Konsens in den Rahmenbedingungen, die wir hier haben, dass viele Dinge einfach erfüllt werden müssen, weil sonst komme ich in Konflikt mit Recht und Ordnung. Aber in einer globalen Welt agieren wir auch in Wirtschaftsräumen, wo Recht und Ordnung anders aufgefasst werden. Und insofern ist das einfach echtes Championship, wenn dieser soziale Aspekt und auch die soziale Wirkung eben übertragen wird. Also vielleicht ein konkretes Beispiel. Heute Morgen stand in der FAZ, ich glaube sogar auf der Titelseite, gab es eine neue Untersuchung, die herausgefunden hat, dass in der Baumwollproduktion die zu 20% aus China kommt, sehr wahrscheinlich in großem Stil Zwangsarbeit stattfindet im Kontext der Uiguren. Und das ist zum Beispiel etwas, wo der Konsument auch immer mehr
drauf achtet, umso mehr Awareness entsteht, also umso mehr solche Dinge in die Öffentlichkeit kommen, umso sensibler werden Konsumenten und entscheiden dann auch, auch mal Gegenprodukte, weil sie plötzlich erkennen, welcher Schaden damit auch angerichtet wird. Ja. Und das ist sicher bei den ökologischen Dingen viel naheliegender als bei den sozialen Aspekten. Aber unsere Beobachtung ist, dass sich auch das langsam wandelt. Die Frage, die sich dann ja aufdrängelt ist, braucht es im Kontext von Nachhaltigkeit ein neues Verständnis von Innovation und wie könnte das denn aussehen? Also meines Erachtens braucht es dazu kein neues Verständnis von Innovation. Denn das Verständnis von Innovation ist, dass man ein Problem erkennt und versucht, für dieses Problem eine Lösung zu finden. Und wenn jetzt Probleme wie Umwelt, Klimawandel, soziale Chancengleichheit als wichtiger erkannt werden, und das kann man ja für die Gesellschaft sicher unterschreiben, dann besteht die Aufgabe der Unternehmen darin, Lösungen für diese Probleme zu finden. Das ist Innovation. Und insofern sage ich auf die Frage, muss ein anderes Verständnis von Innovation entwickelt werden? Nein, dieses Verständnis bleibt gleich. Man muss allerdings im Auge behalten, das habe ich ja auch schon häufiger mit Herrn Hagedorn diskutiert, dass das Ganze unter wirtschaftlichen Bedingungen abläuft. Also ein Unternehmen kann kein Wohltätigkeitsverein und keine Non-Profit- und karitative Organisation sein. Mein letztes Buch heißt ja, am Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen. Und das darf nicht dazu führen, dass das Gewinnmotiv nicht mehr zählt oder vernachlässigt wird und die Firma sich damit an den Rand der Existenz bringt. Also ich teile das, wobei ich ja schon so ein bisschen Störgefühl habe. Also hinsichtlich Ihrer Frage, müssen wir Innovation neu denken? Wenn es so ist, wie Professor Simon sagt, dann muss es ja auch bedeuten, dass alle schon das gleiche Verständnis von Innovation haben. Und wenn ich jetzt auf dieses Thema Klimawandel beispielsweise referenziere, dann nehme ich schon wahr, dass für große Gruppen der Bevölkerung, die letztlich ja auch mehr oder weniger beruflich involviert sind in ihrem Alltag, das schon noch eine sehr abstrakte Geschichte ist. Und solange das noch abstrakt ist, ist meines Erachtens der Druck, Innovation auch in diesem Kontext zu denken, noch nicht so groß, wie er sein sollte angesichts der begrenzt verbleibenden Zeit, die uns bleibt, um die Weichen richtig zu stellen. Also insofern würde ich mir schon wünschen, dass man im Kontext von Innovation eben, sage ich mal, nicht nur die Erneuerung sieht, sondern auch diesen Kontext des Klimawandels eben mitdenkt. Also denken Sie an die Kreislaufwirtschaft. Die ist ja in vielen Bereichen noch überhaupt nicht implementiert. Ja? Also sprich, gibt es bei vielen Herstellern noch keine Innovationen, die in diese Richtung gehen, um Ressourcen zu schonen. Also insofern wäre mein Votum, ich weiß nicht, ob man den Begriff der Innovation neu formulieren muss. Da bin ich eher bei Professor Simon. Ich glaube, da steckt alles drin. Aber man muss das Verständnis für den Kontext vielleicht besser transportieren, dass es einfach von vornherein gleich mitgedacht wird. Wir hatten gestern ein Partnertreffen bei Simon Kucher & Partners. Und da war auch eine Arbeitsgruppe, die einen Bericht erstattete zu diesem Thema. Ich kann Ihnen sagen, das Bewusstsein unserer Mitarbeiter, die sind ja jetzt im Schnitt vielleicht 30 Jahre alt, etwa im Hinblick auf Reisen. Bei uns wird in Zukunft unser CO2-Fußabdruck vermittelt. Und wir sitzen ja ständig normalerweise in Flugzeugen. Wir haben in diesem Jahr gesehen, es geht auch sehr viel ohne. Wir sind sogar ein bisschen gewachsen, obwohl wir praktisch keine Kundenbesuche mehr gemacht haben. Also sind offenbar sehr viele dieser Dinge
überflüssig. Also das Bewusstsein in der jungen Generation, wenn ich auf meinen 10-jährigen Enkel gehe, da ist das noch mal viel stärker. Und ich denke dann zurück an Diskussionen, die wir vor 20 oder 30 Jahren mit der Autoindustrie hatten, wo es um geringeren Verbrauch und Umweltschutzgedanken ging. Das war ja damals schon als Gedanke vorhanden, da sagten die alle, der Kunde ist nicht bereit dafür zu zahlen, der Verbraucher zahlt nicht mehr. Das sind Lippenbekenntnisse und ich glaube, das ändert sich auch. Aber man muss auch sehen, das ist keine abrupte Sache, die von heute auf morgen 180 Grad sich dreht. Da kann der Staat den Daumen drauf halten, aber letztlich muss es auch wirtschaftlich stimmen. Und ich sage mal, solange die Reichweiten von Elektroautos so sind, wie sie sind, kauft sich keiner ohne Subventionen ein Elektroauto. So, also muss dort das Thema Innovation ran, dass wir andere Lösungen finden, zum Beispiel, dass man sehr viel schneller laden kann oder eben größere Reichweite bei geringerem Gewicht. Das ist aber ein klassisches Thema für Innovation. Wir wissen, was das Problem ist. Zu lange Ladezeiten, zu geringe Reichweiten im Verhältnis zum Gewicht und so weiter, zu hohe Kosten. Und da müssen die Ingenieure, Naturwissenschaftler ran und bessere Lösungen einfach finden. Ob die möglich sind, weiß ich nicht. Ob das dann Wasserstoff sein wird, Brennstoffzelle, müssen wir sehen. Das ist ein offenes Spiel. Nur solange es auch wirtschaftlich nicht stimmt, wird es den großen Wandel nicht geben. Herr Hager, wollen Sie was darauf erwidern? Würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Ich würde den letzten Satz gerne unterstreichen wollen. Sie haben ja vorher mal diesen Begriff des ESG ins Spiel gebracht. Und das ESG steht ja für die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance, also das Wohlverhalten gegenüber Gesetzen und Verordnungen. Aber die wirtschaftliche Fitness ist in dem ESG gar nicht enthalten. Und natürlich ist die ein wesentlicher Bestandteil. Also was bringt es, wenn wir Geschäftsmodelle haben, die möglicherweise ökologisch hervorragend sind, aber denen die wirtschaftliche Fitness abgeht, also die gar nicht überlebensfähig, gar nicht zukunftsfähig sind. Also insofern, das ist zum Beispiel bei uns auch ganz wichtig. Also wir betrachten diese drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also die Ökonomie, die Ökologie und den sozialen Aspekt oder die soziale Dimension gleichwertig und gleichgewichtet. Das heißt also, es gibt auch nicht die Möglichkeit, ein echter Nachhaltigkeitschampion zu sein, wenn man in einer Dimension exzellent ist und in der anderen miserabel. Sondern also dieser Ausgleichsmodus, der ist unseres Erachtens falsch, sondern man braucht das eben wirklich ganzheitlich, holistisch. Und dann generiert man daraus auch echte Vorteile. Ja? Vielleicht noch ein Beispiel ganz kurz dazu. Nehmen Sie mal die Chipindustrie. Intel, ich meine, wir alle sind groß geworden mit Tadidadam, ja, diesem wunderbaren Ton, und Intel Weltmarktführer Chip. Wenn Sie Intel in ESG-Ratings anschauen, ist dieses Unternehmen hervorragend bewertet, weil Intel alles dafür tut, sage ich mal, diese Kriterien, die mit ESG einhergehen, zu erfüllen. Auf der anderen Seite schauen Sie mal AMR an, ein Unternehmen, das auch Chips herstellt. Dieses Unternehmen hat unseres Erachtens einen strategischen Weltmarktvorteil, einen Nachhaltigkeitsvorteil, weil es sehr früh erkannt hat, dass Energie eine ganz kritische Ressource ist. Und deswegen haben sie Chips entwickelt, die in einem Niedrigenergieumfeld funktionieren. Und damit haben sie einen strategischen Nachhaltigkeitsvorteil geschaffen, den Intel nie wieder einholen kann. Heute Marktanteil in mobilen Geräten nahe 100%. Und jetzt greifen sie Intel im strategischen Business an, ja, bei ihren Servern. Also das sind für uns Dinge, das ist echte Innovation, wie wir sie im Kontext von Sustainability verstehen. Wenn wir jetzt alles zusammenfasst, Innovationskraft ist wichtig, Wirtschaftlichkeit ist wichtig. Ohne Wirtschaftlichkeit macht Nachhaltigkeit auch gar keinen Sinn, wenn man nicht überleben kann. Aber die zentrale Ausgangsthese war ja, sind vielleicht die Hidden Champions, die wahren, sage ich mal, Nachhaltigkeits-
Unternehmen, die das schon immer drin hatten, die das aber nie so postuliert haben, nach außen getragen haben. Denn man hört ja in allen Beiträgen von Ihnen beiden auch heraus, dass das sehr wohl der Fall ist. Das ist mit Sicherheit das S in dem ESG. Die Wirtschaftlichkeit, wenn man nicht Pech hat in der Familienhistorie, dass mal einer dabei ist in der Nachfolge, dass er das nicht kann, ein Unternehmen führen. Ja, wie ist das? Sind das nicht die Waren? Deswegen ist es ja eine kluge Idee, auch vielleicht einen Fonds zu entwickeln, der sich auch fokussiert auf diese Unternehmen. Sind das nicht die wahren Nachhaltigkeitsunternehmen, die man vielleicht auch kopieren sollte? Also ich würde diese Frage nicht generell mit Ja beantworten, sondern differenzierter sehen. Ich nehme jetzt mal ein großes Problemfeld in Deutschland. Die ganze Autoindustrie auf Verbrennungsmotoren basierend. Da haben wir ja sehr viele Hidden Champions, die auch Zulieferer sind, oft 80-90% Weltmarktanteil haben, die entweder mit Verbrennungsmotor, Zylinderkopfdichtungen, Kolben und so weiter, Kurbelwellen oder mit dem Getriebe zu tun haben, das ja auch nicht mehr benötigt wird. Und da muss man leider von Sunset-Industrien sprechen. Die müssen ein völlig neues Feld finden. Und wie viele das schaffen werden, weiß heute keiner. Und es gibt natürlich auch unter den Hidden Champions Pioniere, die schon sehr früh dran waren. Ich nenne mal einige. Die Firma Hachting, einer der Weltmarktführer bei elektronischen Verbindungen, die haben 1989 schon angefangen, das Thema Umwelt sehr stark zu betonen. Oder die Firma Hager hat einer der Marktführer bei Schaltschränken und diesen Systemen, hat 2012 schon eine Ethikcharta verabschiedet. Oder Voss, ein Autozulieferer, der wirklich in jeder Hinsicht auch vor allem bei S vorbildlich ist. Die machen Fluid-Leitungssysteme für Autos. Die berichten auch alles, Unfallraten, alles, was mit der sozialen Sache zu tun. Also wir haben dort die echten Pioniere. Aber wie bei Großunternehmen gibt es auch Sünder, die da bremsen und nicht. Die Hidden Champions sind auch ein Abbild der realen Welt. Und dort gibt es eben gute und weniger gute. Insofern würde ich sagen, die generelle Leistung der Hidden Champions insgesamt ist spitze, und das schließt auch das Thema Nachhaltigkeit und Langfristigkeit ein. Und Herr Hagedorn hat ja schöne Beispiele gebracht. Aber ich würde die jetzt nicht vergöttern, dass ich sage, die machen alles richtig und der Rest der Welt macht alles falsch. Das sind auch nur Unternehmen, die dem Wettbewerb global ausgesetzt sind. Ich sehe aber für diese Unternehmen und für die deutsche Wirtschaft insgesamt eine Riesenchance in der Nachhaltigkeit. Denn dort sind wir weltweit führend. Und ich sage manchmal, sustainable is the next digital. Das heißt, wenn wir dort unsere Führung mit unserer Innovationsfähigkeit weiter ausbauen, kann das ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für unseren zukünftigen Erfolg sein. Für die Hidden Champions, aber auch für sehr viele andere deutsche Unternehmen. Also ich kann dem nur zustimmen, besser kann man es nicht sagen. Vielleicht noch ein paar Facts aus unseren eigenen Untersuchungen ergänzend. Wir haben mittlerweile rund 140 börsennotierte Hidden Champions evaluiert mit unserem eigenen Nachhaltigkeitsteam, und in unserem Sustainable Hidden Champions Equity Fonds haben es aktuell 57 geschafft. Also es sind also rund 40%, wo wir sagen würden, wenn uns hier ein Kunde, ein Produktmanager einer Bank etc. grillt, wie das so schön heißt, bekommen wir keine roten Ohren, weil wir wirklich erklären können, was die Nachhaltigkeitsleistung dieser Unternehmen ist. Bei der Mehrheit der Unternehmen können wir das noch nicht. Aber wir sehen, dass diese Unternehmen sich anstrengen, dass sie sich bewegen. Warum sehen wir das oder woher wissen wir das? Weil wir mit diesen Unternehmen im Dialog sind. Das heißt, wir sprechen mit denen, und es ist bemerkenswert und unterstreicht, glaube ich, das, was Herr Professor Simon auch heute mehrfach gesagt hat. Diese Unternehmen
sind auch irgendwie in der Lage, so ein bisschen out of the box zu denken. Also normalerweise kriegen Sie Termine mit Vorständen von börsennotierten Gesellschaften nicht, wenn Sie ein Asset Manager sind mit einem Fonds, der heute bei ja, knapp 40 Millionen steht. Wenn Sie eine Milliarde verwalten oder viele, dann kriegen Sie jeden Termin. Und das Schöne ist, diese Entscheider, die sprechen mit uns. Und sie sprechen mit uns, weil sie intrinsisch motiviert sind. Sie sind interessiert an einer Außensicht auf ihre Nachhaltigkeitsleistung und möchten sich verbessern. Und das ist für mich ein großartiges Signal. Und das ist genau das, was Herr Simon sagt. Das ist eine Riesenchance, wenn man so agiert wie diese Hidden Champions für unser Land. Und hoffentlich schauen sich das viele andere ab und folgen diesem Beispiel. Ja, wir sind am Ende einer ganz spannenden ja, Diskussionsrunde, will ich sagen. Lieber Herr Professor Simon, lieber Herr Hagedorn, ich danke Ihnen für diese tollen, tiefgehenden Beiträge. Und ich denke mal, wir konnten auch gemeinsam sehr schön zusammenfassen, dass die Hidden Champions auch in der Zukunft eine große Rolle spielen, wenn es um Sustainability, um ESG, um SDGs, um die Weltklimaziele geht. Vielen Dank.